Hallo meine Lieben, heute habe ich für euch endlich meinen Monatsrückblick für den Januar für euch. Und zwar habe ich ganze 12 Bücher gelesen, das macht 4308 Seiten, was ungefähr 139 Seiten am Tag macht. Und zwar, jetzt muss ich mich hier ein bisschen freiräumen, und zwar habe ich ja auch 3 Hörbücher gehört gehabt. Und zwar einmal war es ja das Geolino Mini Feuerwehr. Das ist ja die erste CD von dieser Reihe. Und die zweite haben wir auch gehört gehabt, Pferde und Ponys. Und ja, die 3 und 4 kommen nächstes Jahr, also dieses Jahr erst raus, 2021. Und die habe ich natürlich netterweise vom Verlag zur Verfügung bekommen gehabt. Mehr zu den Hörbüchern findet ihr schon auf meinem Blog, weil die Rezensionen dazu sind schon online gegangen. Und ich habe auch wieder das kleine Hörbuch zum Glücklichsein gelesen von Daniela Hoffmann. Kleine Übung für mehr Freude, Zuversicht und Erfüllung. Das habe ich natürlich auch schon gehört gehabt. Und Rezension, wie gesagt, findet ihr auch dazu auf meinem Kanal. Dann habe ich noch, jetzt nehme ich mir einfach mal hier so einen Stapel. Einmal habe ich endlich das Versprechen der Jahre von Benny Vincenzi, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Das habe ich auch mal, das ist der Auftakt einer Reihe. Das habe ich auch mal netterweise vom Verlag zur Verfügung bekommen gehabt und das habe ich ja, Ende des Jahres jetzt gelesen gehabt. Und ja, mehr dazu erfahrt ihr natürlich auf jeden Fall dann noch in der Rezension. Das gute Stück hat 624 Seiten, dafür muss ich in mein Büchlein gucken. Dann habe ich für zwischendurch natürlich über die Weihnachtstage habe ich Ranmeinhalb, der 17. Band Nabikis Falle gelesen gehabt. Und ja, war wieder mega gut. Ich hatte dann auch so richtig Bock drauf und habe mir auch habe wieder angefangen, die Ranmeinhalb-Teile auf Serie, auf DVD zu gucken, habe ich ja auch wieder fast, ich glaube, 9 oder 10 Folgen habe ich davon an einem Tag weggesuchtet und danach habe ich Gianni Kamikaze, die bin angefangen und ja, habe fast die erste Staffel durchgesuchtet. Also, ach, da kriege ich immer wieder so Lust auf alte Anime-Serien aus der Kindheit und ja, die werden dann bei mir immer so weggesuchtet. Dann habe ich Christmas Chopaholic von Sophie Kinsella gelesen gehabt, der 9. und finale Band mit 306 Seiten. Und ja, ich habe somit auch eine Reihe beendet. Und ja, es tat mir in der Seele weh, ja, dass ich jetzt von Rebecca bzw. Becky Abschied nehmen musste und ihren Freunden. Aber nichtsdestotrotz eine wunderschöne Reihe und ja. Vor allem die letzte Band, der hat so wirklich perfekt über die Weihnachtstage gepasst. Dann habe ich gelesen gehabt Kokos-Makronen-Küsse mit 260 Seiten von Karin Lindberg. Das ist ja erst im November bei mir eingezogen. Ich habe es jetzt mal gleich gelesen. Ja, also zu den anderen Büchern findet ihr, wie gesagt, auch schon die Rezensionen dazu. Dann habe ich gelesen Apfelkuss und Mandelkern mit 290 Seiten. Das ist ja eigentlich der 18. oder 19. Band der Food School Reihe. Aber naja, das hat es mir jetzt nicht irgendwie abgetan. Ich kannte halt die anderen Charaktere jetzt nicht so. Und aber das hat jetzt von der Story her keinen Finger krumm getan sozusagen. Und jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt ist doch alles ein bisschen durcheinander. Dann habe ich auf jeden Fall den 5. Band der Green Mountain Serie noch gelesen gehabt. Sehnsucht nach dir war auch wieder großartig und ja, bin auf jeden Fall gespannt jetzt mit den weiteren Bänden, wie es weitergeht. Dann habe ich, jetzt hatte ich die nicht sortiert. Ich dachte erst, ich habe sie sortiert gehabt, aber in dem Fall nicht genug. Dann habe ich gelesen, habe Weihnachten in Cornwall von Mila Sommer. Dieses Büchlein hat 301 Seiten und ja, was soll ich sagen, solche Bücher, die passen perfekt so für zwischendurch in die Weihnachtszeit rein, liest sich schnell und zügig. Dann habe ich auch noch was Spannendes lesen müssen, natürlich auch mein heißgeliebter 7. Band von Young Sherlock und ja, was soll ich sagen, ihr wisst, ich bin von dieser Reihe total begeistert und ja, liebe sie.
Dann habe ich auch noch was Historisches gelesen gehabt, nämlich die Feuerbraut. Ach so, Young Sherlock hatte 376 Seiten und dieses hat 748 Seiten. Die Seitenanzahl vergesse ich meist immer, deswegen. Die Feuerbraut von den Autorenduo Ini Lorenz. Und ja, also was Historisches für zwischendurch musste über die Weihnachtszeit auch sein, genauso wie ein Alpenkrimi. Unterholz, und das ist der fünfte Band. Müsste, ja. Zwei, vier, ja, ist der fünfte Band mit 399 Seiten. Und ja, war auch wieder sehr gut. Und dann habe ich noch gelesen gehabt, All unter einer Tanne mit 317 Seiten. Und ja, hier habe ich mir natürlich eher was anderes vorgestellt gehabt. Aber wie gesagt, mehr erzähle ich euch natürlich dann in den Rezensionen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Das waren auf jeden Fall meine Bücher, die ich im Dezember gelesen hatte. Ich hatte mir natürlich noch ein anderes eher draufgesetzt gehabt. Nämlich Sturz der Titan hatte ich mir eigentlich drauf gemacht gehabt. Der erste Band der Jahrtausendsaga von Ken Follett. Ja, den habe ich angefangen. Ich habe den Prolog gelesen. Obwohl man sagen muss, der Prolog, der geht. Ja, ich habe das gute Schätzchen hier. Also, ja, der Prolog, der ging über 39 Seiten, also ja. Und jetzt kommt der erste Teil, da bin ich gerade, ja, beziehungsweise ja, das erste Kapitel habe ich geschafft. Das werde ich natürlich jetzt, Jahrhundertsaga, genau, das werde ich natürlich dann jetzt im Januar mir weiter zu Gemüte führen. Und ja, ach so, zu meiner 20 für 2020 habe ich, ja, drei Bücher nicht geschafft und ja, die, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, das lief diesmal besser mit der Liste, weil ich das ja so ein bisschen gemischt hatte. Ich hatte ja so ein paar finale Bände, dann so ein paar, die schon ein bisschen länger liegen und dann noch jeweils ein Band von meinen, beziehungsweise ein Buch von meinen Lieblingsautoren, die ich sowieso jedes Jahr lese. Deswegen hat die Mischung, ja, hat besser gepasst als die Jahre davor. Davor habe ich ja immer nur Subleichen draufgelegt und ja, man greift dann eher weniger. Also man hat nicht so wirklich die Motivation jetzt, da irgendwas dann zu lesen, weil es liegt ja eh schon so ewig. Und ja, deswegen hat das letztes Jahr dann besser funktioniert gehabt. Ich habe nur drei nicht gelesen, das heißt 17 Stück habe ich geschafft. Und ich finde, das ist schon ein recht gutes Stück. Meine neue 21 Bücher für 2021 müsste schon online gekommen sein oder kommt noch online. Das seht ihr ja dann. Ja, das war es auf jeden Fall von mir. Ihr wisst, ich verlinke euch wie immer nochmal alle Bücher unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.